Da kommt die Witwe des Trommlers aus der Blaskapelle. Seit ihr Mann tot ist, trägt sie seine Jacke. Achtung und hopp! Das Pferd auf dem Schild der Pferdemetzgerei hat ein Ohr verloren. Und der so lacht, ist der Mann der Floristin. Er hat kleine, schelmische Falten um die Augen. Oh, es gibt Lutscher in der Patisserie von Piero Gourmand. Riechen Sie das? Das ist Pepon, der seine Kunden Melonen probieren lässt. Oh, der kleine Stück Melone. Ah, Madame macht Eis mit Mandeln und Konfekt. Jetzt gehen wir an der Metzgerei vorbei. 79 der Beinschinken, 45 die Rippchen. Wir kommen zum Käseladen. 12,90 der Picardon de Nardèche, 23,50 der Cabecou du Poitou. Vor der Flascherei schaut ein Baby einen Hund an, der sich aber nur für gegrillte Hähnchen interessiert. Und jetzt sind wir vor dem kleinen Zeitungskiosk am Eingang bei Metro. Hier verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.